Hallo, willkommen zu einem weiteren Thema in Datenbanken. In einer Datenbank können wir Daten nicht nur speichern und abrufen, sondern auch mit einfachen Funktionen und Operatoren bearbeiten. Hier in der Bäckerei wird zum Beispiel mit Verkaufspreisen oder Lagerbeständen gerechnet. Daher schauen wir uns heute an, welche Funktionen und Operatoren es speziell für numerische Datentypen, also für Zahlen, gibt. Rufen wir uns dazu zunächst ein paar Datentypen für Zahlen in PostgreSQL in Erinnerung, die auch in ähnlicher Form in anderen Datenbankmanagementsystemen vorkommen. In PostgreSQL können wir unter anderem, je nachdem wie groß unsere Zahl sein soll oder wie viele Kommastellen wir benötigen, verschiedene Datentypen anwenden. Die Wahl der Datentypen schlägt sich auch auf die Speichergröße nieder. Für Zahlen gibt es die Datentypen Small Int, Integer, Big Int, Numeric, Real und Serial. Zum Arbeiten mit Werten gibt es arithmetische Operatoren. Mit diesen können wir in SQL mathematische Berechnungen durchführen. Auf numerische Datentypen, also auf Zahlen, können wir Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Modulo-Berechnungen anwenden. Letzteres gibt den Rest einer Division an und wird häufiger in Informatik verwendet. Berechnungen mit diesen Operatoren können wir sowohl in der Select- als auch in der Where-Klausel anwenden. Für eine bessere Performance ist aber die Verwendung in der Select-Anweisung empfohlen. Sehen wir uns nun ein Beispiel dazu an. Die Bäckerei, in der wir uns befinden, verwendet eine Datenbank, um unter anderem Informationen zu ihren Produkten zu speichern. Die Tabelle Produkt besteht aus den Spalten Bezeichnung, Herstellungspreis, Verkaufspreis, Zentrallagerbestand und Kategorie. Nun möchte die Bäckerei die Handelsspanne ihrer Torten berechnen. Diese ergibt sich aus dem Verkaufspreis abzüglich des Herstellungspreises. Dafür wählen wir die Spalten Bezeichnung, Herstellungspreis und Verkaufspreis aus. Danach führen wir eine Berechnung durch, die dann als eigene Spalte Handelsspanne angezeigt werden soll. Das heißt Verkaufspreis minus Herstellungspreis und mit S erstellen wir einen Alias und geben den Namen für die neu berechnete Spalte an. Den Namen der Tabelle, von der wir die Daten nehmen, schreiben wir in die From-Anweisung. Und in der Where-Klausel schränken wir unsere Abfrage auf Torten ein. Damit erhalten wir das gewünschte Ergebnis, mit der aus Einkaufs- und Verkaufspreis berechneten Handelsspanne. Man sieht auch hier, steht in einem Feld, das zur Berechnung verwendet wird, der Nullwert, das heißt, es wurde kein Wert eingetragen, wie zum Beispiel hier, liefert die Berechnung auch Null als Ergebnis. Solche Berechnungen können wir mit allen vorhin gezeigten Operatoren machen. SQL bietet aber auch vorgefertigte Funktionen, mit denen Berechnungen durchgeführt werden können. Damit können wir numerische Werte in Spalten aufsummieren, deren Durchschnitt berechnen oder auch den höchsten oder niedrigsten Wert einer Spalte finden. Lasst uns eine dieser Funktionen an unserem Beispiel anwenden. Die Bäckerei hat in der Tabelle Produkte auch den Zentrallagerbestand der einzelnen Produkte gespeichert. Für eine Großbestellung möchte sie nun wissen, wie viele Torten noch im Zentrallager sind. Die Funktion SUM hilft uns dabei, dies herauszufinden. Dazu schreiben wir die Funktion in die Select-Anweisung. In den Klammern steht der Spaltenname, dessen Werte summiert werden sollen. Da wir eine Berechnung durchführen, ist es sinnvoll, der Spalte einen Namen zu geben. Wir wählen hierfür den Alias Anzahl Torten und wegen dem Leerzeichen setzen wir es unter Anführungszeichen. Die Daten stammen wie gehabt aus der Tabelle Produkt und unsere Bedingung schränkt die Kategorie auf Torten ein. Hier sehen wir einen Auszug aus der Originaltabelle und hier das Ergebnis unserer Abfrage. Wir sehen auch, im Gegensatz zur Addition, die hier einen Nullwert liefern würde, ignoriert die Funktion SUM die Nullwerte und zählt einfach die restlichen Beträge zusammen. Die Bäckerei hat also 19 Torten im Zentrallager. Neben SUM stehen uns, wie schon erwähnt, weitere nützliche Funktionen für Abfragen zur Verfügung. Diese werden genauso angewandt wie SUM vorhin. Mit AVG, der Abkürzung für Average, können wir zum Beispiel den Durchschnitt der gewählten Spaltenwerte berechnen. Die Funktion Min liefert uns den geringsten Wert und die Funktion Max den höchsten Wert der gewählten Spaltenwerte. Zu beachten ist, dass diese Funktionen nicht in der Where-Klausel angewendet werden können. In SQL-Abfragen möchte man aber nicht nur Berechnungen durchführen, sondern oft auch Zahlen miteinander vergleichen können.
Dazu nutzen wir Vergleichsoperatoren. Mit diesen können wir überprüfen, ob zwei numerische Werte gleich, ungleich, kleiner, kleiner gleich, größer oder größer gleich sind. Zu beachten ist, dass Nullwerte bei Vergleichen nicht in der Ergebnistabelle aufscheinen. Sehen wir uns wieder ein Beispiel an. Unsere Bäckerei möchte sich eine Übersicht über den Zentrallagerbestand verschaffen. Dafür wollen wir alle Torten anzeigen, von denen mindestens 5 Stück auf Lager sind. In die Select-Anweisung schreiben wir dazu die gewünschten Spaltennamen, Bezeichnung, Zentrallagerbestand und Kategorie. Die Daten erhalten wir wieder aus der Tabelle Produkt und wir wollen nur die Torten anzeigen. Nun wollen wir noch unsere Bedingung hinzufügen, dass nur Produkte mit einem Lagerbestand von mindestens 5 angezeigt werden sollen. Wir schreiben also in die WHERE-Klausel Zentrallagerbestand größer gleich 5. Um das Ergebnis übersichtlicher zu gestalten, sortieren wir noch absteigend nach dem Zentrallagerbestand. Das erreichen wir mit dem Befehl Order by Zentrallagerbestand DSC. Damit erhalten wir dieses Ergebnis. Darüber hinaus stellt SQL auch erweiterte Vergleichsoperatoren zur Verfügung. Wenn wir überprüfen möchten, ob ein Wert in einem bestimmten Wertebereich liegt, können wir den Befehl between verwenden. Dabei werden der Anfangs- und der Endwert mit einbezogen. Betrachten wir wieder den Lagerbestand der Produkte. Nun möchte die Bäckerei alle Torten anzeigen, deren Lagerbestand zwischen 1 und 4 Stück ist. Das war unsere Abfrage von vorhin. Wir ändern nun den letzten Teil der Bedingung. Denn auch hier geht es wieder um den Zentrallagerbestand. Nach dem Spaltennamen fügen wir also den gewünschten Wertebereich hinzu. Das heißt between 1 and 4. Nun werden uns alle Torten mit dem gesuchten Lagerbestand angezeigt. Also alle, von denen mindestens 1 und maximal 4 Stück vorhanden sind. Es gibt auch den Befehl not between. Dieser bewirkt genau das Gegenteil. Es werden dann dabei alle Daten angezeigt, die nicht im angegebenen Bereich liegen. In unserem Beispiel werden dann also alle Werte kleiner als 1 und größer als 4 angezeigt. Jene Einträge mit den Werten 1 und 4 sind hier dann nicht im Ergebnis. Dann gibt es noch den Befehl in. Damit können wir eine Liste von Werten angeben, die in der Spalte vorkommen sollen. In wird in der WHERE-Klausel angewendet und ersetzt mehrere OR-Bedingungen. Angenommen, die Bäckerei möchte wissen, welche Torten einen Lagerbestand von genau 3, genau 5 oder genau 7 Stück haben. Dafür lassen wir uns wieder die Spalten Bezeichnung, Zentrallagerbestand und Kategorie aus der Tabelle Produkte anzeigen. Und wie gehabt, nur von den Torten. Durch die Bedingung Zentrallagerbestand in 3-5-7 werden die Einträge der Spalte Zentrallagerbestand mit dieser angegebenen Liste verglichen. In der Ergebnistabelle finden sich dann also alle Daten mit den hier angegebenen Werten in der entsprechenden Spalte. Es gibt auch den Befehl not in. Damit kann man das Gegenteil abfragen und somit alle Einträge erhalten, die nicht in der angegebenen Liste bei der WHERE-Klausel vorkommen. Das war es für diesmal. Wir können nun Funktionen wie sum und Operatoren wie zum Beispiel minus oder ist größer gleich sowie die Befehle between oder in auf numerische Datentypen anwenden und somit SQL-Abfragen verfeinern. Nach den vielen Tortenabfragen habe ich jetzt ganz schön Lust auf ein Stück bekommen. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Bis zum nächsten Mal.